So, da sind wir wieder. Ja, wir sind fröhlich am Klettern und wir wollen ein paar Sprengsätze anbringen. Geh da rüber. Danke sehr. Loslassen. Nochmal loslassen. Was ist das? Munition für Pistole. Sehr schön. Klettern. Und um und Waffe zücken und gucken, ob hier irgendwo Deutsche rumhängen. Den da hat schon jemand abgemurkst. Ich habe so ein leichtes... ich glaube, wer war das? Resistance. Päckchen Zigaretten. Hi. Ups. Zigaretten. Ja. Ich rauche nicht. Ich halte nichts von Rauchen. Hallo Typ. Sonst noch irgendwer? Wo ist denn unsere nächste Stütze? Da hinten ist unsere nächste Stütze. Hallo? Hey! Ey, wo kommt ihr denn her? Ja. Du und du. Du. Danke. Wo kamen die denn jetzt her? Oh, hopp. Und hopp. Und damit platzieren. Wow! Ey! Und du auch noch. Und den Typen da oben hätte ich auch gerne. Ich glaube, das ist totale MG-Verschwendung, also scheiß drauf. Oh mein Gott. Nö. Vergiss es. Hier drauf können wir stehen, ja. Sehr gut. Da noch. Wow. Hallo, Wassergraben. Das hätten wir. Nee. Was labert der mal für eine Scheiße? Hopp. Dynamik platzieren. Jetzt noch einen auf die Gleise. Ja. Jetzt noch einen auf die Gleise. Hüpf. Loslassen. Loslassen. Hallo. Du Freak. Leiter. Hallo. Keine Eile. Keine Eile. So, Bams. Hier kriegen wir nämlich wieder unsere Munition wieder. Dann passt das schon. Ich möchte gleich ein bisschen mit Granaten rumwerfen, weil wir noch Deutsche mit Granaten töten sollen. Wenn schon, denn schon. Hüpf. Hüpf. Erst die Kiste da kaputt machen, dafür kriegen wir Schmuggelgut. Wow! Ja, genau, tritt mal. Hau mal daneben, wenn ich Tritt drücke. Sehr logisch. So, jetzt wollen wir hier hoch. Okay. So, das hätten wir. Triff dich mit Skylar. Ja! Direkt daneben geworfen. Sehr gut. Ja. Ja. Oh, Terrortrupp. Oh, Alter. Triff doch bitte. Mein Gott. Ah, verdammt. Wir hüpfen, weil wir übelst Schiss haben von dem Typen, der da oben rumsteht und mit einer Sniper auf uns einschießt. Ja, ich weiß, ich bin wieder direkt ins offene Feld gerannt in meiner grenzenlosen Idiotie, aber scheiß drauf, hallo, ist mein Spiel. Ich bin nun mal schlecht. Wow! Panzer, vergiss es. Kommt das einer bitte sich hier langlaufen? Nein, hallo Skylar. Wilcox wartet am Bahnhof auf uns, wir müssen uns beeilen. Okay. Entkommen den Deutschen. Ja, genau. Mit einem Panzer auf den Fersen ist das ja einfach. Meinst du? Aber Alarmstufe 2, das ist machbar. Da vorne ist der Eiffelturm. Wie wunderschön glüht er in der Ferne. Ich fahre auf dem Feld. Warum? Wo waren die? Wenn Kessler die goldene Gans der Krauts ist, warum schicken sie ihn dann nach Frankreich? Er soll das Pariser Zyklotron für militärische Zwecke umbauen. Hatten sie sonst niemanden? Doch, der erste Techniker, den sie schickten, starb plötzlich im Schlaf.
Woher weißt du das? Ich lag zufällig neben ihm. Ich dachte, du trennst Arbeit und Vergnügen. Sein Vergnügen, meine Arbeit. Dann erledigst du jetzt für Bishop die Drecksarbeit? Wir sind bereit, mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Deutschen eine Atombombe bauen. Verstehe. Verleihen sie dafür Medaillen? Sei kein Arschloch. Nein, wir sind kein Arschloch. Wir jagen nur gleich einen Zug in die Luft. Das ist überhaupt kein Arschloch-mäßiges Verhalten. Aber ich finde das sehr interessant, dass auch damals schon so kritisch mit Kernenergie umgegangen ist. Das macht mir die Briten ein Stückchen sympathischer. Nein, ich habe nichts gegen Briten. Wilcox ist da drüben. Oh. Ach so, hinter uns. Auch gut. Ja, meine Augen sind manchmal nicht ganz so schnell wie mein Hirn. Und soll das so sein, dass wir hier einfach durchfahren können? Echt? Ich meine, mich soll es nicht stören. Aussteigen. Sehen wir gleich auch noch, wie der Zug die Luft, die Brücke runterdüst oder was? Päckchen Zigaretten, nicht hier sonst noch was? Schmuggelgut, nö. Okay. Da vorne ist Wilcox. Ach, da hinten. Auch gut. Wie sieht's aus? Der Zug wird in Kürze eintreffen. Das Ziel ist ein Zivilfahrzeug in der Nähe der Lokomotive. Und der Funksender? Im Begleitwagen. Wenn du an Bord bist, musst du die Kommunikation lahmlegen. Scheiße. Langsam wird's kompliziert. Ich werde in der Nähe der Brücke auf euch warten. Egal was passiert, sorgt dafür, dass der Zug den Fluss erreicht. Sean, wenn was schief geht, wenn du Kessler nicht befreien kannst, leg ihn um. Sag Bishop, er kann mich mal. Ich hole euren Mann raus, aber ich bin kein verdammter Killer. Und jetzt entschuldige mich, sonst verpasse ich meinen Zug. Oh mein Gott, wir müssen jetzt noch auf den Zug drauf. Betrete den Bahnhof, ja, lässt sich machen. Ist ja nur leider übelst... Hallo? Ich weiß noch nicht wirklich, ob mir das... Oh mein Gott. Zack, keiner hat mich gesehen. Ich bin so gut. Okay, ich würde sagen, ich habe den Bahnhof mal ordentlich betreten. Steig in den Zug. Hopp. Welcher Zug ist denn unser? Klar, der mit dem abgesperrten Zaun davor. Ist logisch. Welcher sonst? Aber hier kommen wir rüber. Der sieht so traumhaft aus, dieser Zug. Auf da. Okay, das ist schon irgendwie geil. Muss man einfach mal sagen. Achso, der Funkwagen ist hinter uns. Auch gut. Hopp. Dynamitplan. Hallo? Alter. Das war's. Jetzt brauchen wir nur noch den Doktor. Oh, wir sollten auf den anderen nächsten Waggon. Verdammt. Hallo. Wie lange braucht das denn? Komm schon. Braucht das sonst auch so? Wow. Ah! Oh mein Gott! Hallo. Geht's dir eigentlich mal gut? Da oben fallen Deutsche runter? Na geil. Na, hier geht's. Block. Achso, wir mussten hier runter. Auch gut. Na, hier geht's sehr gut ab. Hi. Sehr gut, ich glaube, wir nehmen Fahrt auf. Hoch da. Hi. Unbefugtes Betreten. Meinst du wirklich, dass das unbefugt ist, hier hinzugehen? Oh, hi. Können wir drehen? Ja! Hi. Ui. Na, das geht doch voll in Ordnung. Oh mein Gott. Hallo. Jetzt soll man treffen. Hallo.
5 Terror-Trupp-Soldaten, 44 Pistole, 44er Pistole. Oh, sehr schön. Hallo. Ja, da flüchtest du direkt. Hallo. Hallöchen da oben. Hey. Boah, warum dreht sich das Geschütz so scheiße langsam? Ist ja zum Kotzen. Können wir das hochjagen? Jo, ich glaube schon. Dann müssen wir uns jetzt nur ein bisschen beeilen, da wegzukommen. Hallo. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kletter da jetzt hoch, du Arsch. Scheiß die Wand an. Okay. 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 Unsere Lokomotive fährt davon. Wir müssen da jetzt langsam mal rüber. Beeil dich. Wir kommen nämlich langsam auf die Brücke. Beweg dich bitte. Beweg dich bitte. Wow. Hi. Eins. Zwei. Okay. Jetzt kletter da hoch, du Arschgesicht. Langsam läuft uns mit die Zeit davon. Halten Sie durch, ich hol Sie da raus. Ja, genau. Versteck dich bitte. Huhuhuhu, das geht ja geil ab hier. Na super. Oh hi. Oh hi. Gashebel festklemmen, ja. Und jetzt geht's ab. Und jetzt zu Kessler. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kletter da hoch. Alter Schwede. Uns läuft sowas von die Zeit davon. Tür aufmachen. Okay. Wir kriegen, glaube ich, eine Videosequenz. Das ist nett. Sind Sie Kessler? Schickt Bishop Sie? Arbeiten Sie allein? Ja. Tut mir leid, das zu hören. Oh. Ich glaube, er wollte doch nicht überlaufen. Volltreffer. Ich glaube, das war nicht Kessler. Das ist Kessler. Dr. Kessler. Ja. Haben Sie einen Pass dabei? Ja. Stecken Sie ihn in seine Tasche. Jetzt geht's los. Ohoho, großes Kino. Und sie guckt sich das Ganze mit ausreichender Entfernung und Popcorn an. Spring! Oder soll ich springen? Aua. Yo. Geil. Das war ordentlich. Doch, auf jeden Fall. Und wir kriegen Farbe. Das ist auch nett. Ach, bitte beeilt euch ein bisschen. Mhm. Ja. Ja. Laden ist klar. Komm schon. Das war ein nettes Feuerwerk, muss man sagen. Das war eine schöne Inszenierung. Erfolg. Effektivere Waffen. Krieg gegen den Terror.
Hopp. Aber ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Saboteur. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns in einem der nächsten Teile. Tschö, tschö.